Zweites Rennen. Du hast Iga Bo am Ablauf. Der ist bei seinem letzten Start 12 gegangen. Da müsste man meinen, der schaut weit raus aus dem Rennen. Ist er auch schon so weit? Ja, er ist startfertig natürlich, sonst hätte ich ihn nicht angegeben. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass der ganz überlegen ist in dem Rennen. Ich glaube, er braucht ein, zwei Rennen, bis er dann wieder richtig stark ist. Er ist ein sehr faules Pferd. Er hat gut gearbeitet. Ich war in München mit ihm einmal. Das war okay. Und jetzt das Rennen ist allerdings nicht allzu schwer für ihn, aber ja, man muss schauen, da sind viele gute Beginner drin und er wird so an vierter, fünfter Position liegen. Er soll auch jetzt nicht das ganz offensive Rennen bekommen beim ersten Start. Aber natürlich kann er gewinnen, wenn das Rennen passt. Und das Hauptaugenmerk von ihm liegt eigentlich jetzt erstmal am Karfreitag in Berlin, das Fritz-Brand-Rennen. Und auf das wollen wir jetzt erstmal hinarbeiten. Aber das heißt nicht, dass er jetzt nicht voll gehen kann in dem Rennen. Aber ja. Er hat sehr gute Chancen, aber es ist jetzt kein Selbstläufer, das Rennen. Er ist auch mit einem Sieg noch im ersten Band, oder? Ja, auf alle Fälle.